Hallihallo. Ich war gerade dabei, ein Geburtstagsgeschenk zu machen und habe mir gedacht, ich kann doch eigentlich die Kamera einschalten, weil vielleicht interessiert euch das auch. Und zwar habe ich irgendwann einmal beim Kick, ist schon Ewigkeiten her, die Holzbretteln da gekauft. Das Teil gefällt mir überhaupt nicht. Also das Maritime, das ist halt einfach nicht meins. Haben aber 1 Euro gekostet statt 4,50 Euro hatten die früher gekostet. Und ich habe mir deswegen mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, die kann man ja ein bisschen so umdekorieren. Und genau, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt nimmst du das Teil her. Abgesehen mal davon, dass ich sehe, der Seestern ist schon abgebrochen. Und ja, falls ihr sowas nicht zu Hause habt, es gibt immer wieder beim Action, so muss ich es auch einheben, so Mal, wie heißt das? Malplatten, glaube ich, heißt das. Also das sind im Prinzip, da sind jetzt drei drinnen, so dünne, sehr stabile Kartonplatten. Die könnt ihr genauso hernehmen, die gibt es eben in der rechteckigen Form oder quadratisch. Aber ich nehme jetzt eben das her, aber das wäre einfach eine Alternative für euch. Aber solche Teilchen finde ich immer wieder beim Kick in der Wühlkiste. Manchmal sind es halt eher kleinere, manchmal größere, in dem Fall jetzt so mittendrin. Also ich habe auch schon so ganz, ganz große. Dann halt nicht um 1 Euro, sondern vielleicht um 3 Euro, aber statt 7, 8 Euro. Also ja. Jedenfalls nehme ich jetzt das her und jetzt muss ich natürlich einmal da das Zeug aber operieren. Ich hoffe, das funktioniert mit dem. Ich weiß es nicht. Das ist vermutlich nur mit Heißkleber drauf dann. Ne, bei dann Schraubenzieher. Mal gucken. Ob ich es irgendwie aus der Hebel. Klappt. Einmal. So halbwegs vorsichtig. Weil ich will mir ja das Holz drunter nicht komplett hinmachen. Es bewegt. Das ist jetzt genau. Das ist jetzt genau da über die Kanten. Okay. Na, hoffentlich funktioniert das jetzt. Sonst, wenn ich mir jetzt wirklich irgendwas aufersplitter, dann müsste ich das halt mit Holzleim oder so wieder zukleben. Das sollte eigentlich funktionieren. Das hat gut funktioniert. Man, die kann ich mir auch heben. Vielleicht brauche ich irgendwann einmal eine Muschel. Auch den kaputten Seestern hebe ich mir auf. Man weiß es ja nicht. Man, dass der da kaputt ist, das kann man ja zum Beispiel, wenn man da irgendeine Pflanzen oder irgendwas drüber klebt, dann sieht man das ja nicht mehr, dass der hin ist da. Weil das geht schon. Dann muss ich klarerweise das da irgendwie aber bringen. So. Upsi. Ich habe mein Handy nicht auf leise gemacht. Moment. Jetzt ist leise. Prinzipiell gefällt mir das gut, dass da die zwei Schnädeln sind, aber die stören mich jetzt natürlich beim Umdekorieren. Von dem her muss ich mir die aber schneiden. Mal schauen, ob das mit der kleinen geht. Sonst muss ich mir die große Schere holen. Wir sind die da festgemacht. Mit Tackernadeln. Hier die raus. Ich halte mal ein bisschen um und um operieren. Von dem her. Ein Schraubenzieher war echt eine geniale Idee gewesen.
Aber ich will jetzt nicht extra Uhrenrennen anholen. Die andere Hand vielleicht ein bisschen weiter weg kann drehen, aber schon schwester die Scheine. Und du machst auf der Seite mit. Wo habe ich denn meine Zange? Muss denn der Zangen habe ich herum, Schraubenzieher habe ich keinen herum. So. Also das, was ich jetzt dann natürlich mache, da spart es euch alles, wenn ihr so ein Malplatten nehmt. Klarerweise. Ich brauche da immer kleinere. Bist du kleiner, dass du da unten reingehst? Sonst muss ich mir jetzt Tatsache und Schraubenzieher holen. Also ich werde jetzt die Banteln alle aber operieren, aber ich hole euch dann danach wieder dazu. So, da, geschafft. Das war jetzt eine halbe, das war wirklich eine halbe Operation. Was ich jetzt dann zusätzlich dann habe, ich habe das Etikett, was da hinten drauf war, habe ich auch aber dann. Das habe ich einfach ein bisschen mit einem Embossing-Föhn angeföhnt. Und da ist es eigentlich relativ gut abgegangen. Die Stellen werde ich dann noch ein bisschen abschleifen, dass das nicht so außer steht. Ja. Und ich weiß ja noch nicht, ob ich die Schnüre eventuell danach wieder drauf tue. Von dem her, ja, mal schauen. Und apropos abschleifen, natürlich muss ich jetzt auch noch irgendwie schauen, dass ich den Spruch da aber kriege. Was natürlich auch zur Folge hat, dass die weiße Farbe mit aber gehen wird. Schätze ich mal. Aber das heißt, ich muss mir halt dann danach wieder was einfallen lassen, wenn ich es denn wieder weiß haben möchte, mit was ich da drüber gehe. Also Schleifpapier, Spruch aber schleifen. Ich weiß jetzt nicht, wie laut es ist, aber im Prinzip wäre ich jetzt immer in die Richtung fahren, weil die Maserung vom Holz auch in die Richtung ist, dass ich dann nicht auf einmal solche Striche dann drinnen habe. Und dann schauen wir mal. Okay, das geht aber. Aber es sechs schon, auch die weiße Farbe geht mit aber. Aber ja, wie soll es denn auch anders sein? Wenn ich wo drüber schleife, geht natürlich alles aber. Aber es funktioniert und ich habe jetzt auch durch das, dass ich eben in die Richtung fahre, wie die Maserung ist, schaut es trotzdem noch schön aus. Da lasse ich jetzt die Kamera auch dabei nicht laufen, weil das wird jetzt auch wahrscheinlich wieder eine Zeit in Anspruch nehmen, aber danach hole ich euch selbstverständlich wieder dazu. So, 10 Stunden später, gefühlt zumindest. Für euch natürlich nicht. Mein Brettl schaut jetzt so aus. Ich habe mit dem Schmögelpapier angefangen, in mein Bastelzimmer, und habe das dann einfach für erstens mal nicht gut befunden, weil es statt natürlich. Und zweitens bin ich nur sehr langsam vorangekommen. Ich habe jetzt die komplette weiße Farbe einfach weggetan. Und zwar bin ich dann auf dem Akkuschleifer umgestiegen. Das heißt, ich bin in den Keller abgegangen, habe den herausgekramt. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ich bin dann auf die Terrassen ausgegangen. Also, wenn ihr das mit so einem Holzbrettl macht, würde ich euch empfehlen, entweder sehr viel Geduld mitzubringen mit dem Schleifpapier, oder wenn ihr es habt, nehmt einen Akkuschleifer. Also da war das dann, glaube ich, in 2 Minuten erledigt. Ich habe das dann noch feucht abgewischt, dass der ganze Stab wieder weg ist. Habe das jetzt noch ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt bin ich eben beim Überlegen, ich werde jetzt das wieder ein bisschen weiß machen, weil ich habe vor, kraftfarbene Strohhalme da drauf zu kleben.
Und die heben sich dann jetzt nicht wirklich ab. Also von dem her möchte ich das gerne ein bisschen weiß haben. Die ganzen Schritte, die ich jetzt da mache, ja, die spart es euch natürlich alle, wenn es so ein Mollpappe hernimmt. Also, aber es ist halt eine schöne Upcycling-Idee von dem her. Und mir gefällt das auch einfach gut von der Form her. Und deswegen habe ich mir eingebildet, ich möchte jetzt das nehmen, obwohl ich eigentlich auch die Mollpappe habe und das wesentlich einfacher gehen wird mit dem. Ich habe mir jetzt hergerichtet einfach ein Gesso. Und das werde ich mir jetzt einfach ein bisschen schütteln vielleicht. Mit einem großen, recht groben Pinsel da drauf tun. Da, das sollte, denke ich, reichen. Ich habe mir da jetzt einfach den ausgesucht. Ja, der schaut schon ein bisschen aus, weil ich es vorher probiert habe. Ob das überhaupt funktioniert. Das heißt, ich tippe mir das jetzt einfach da so ein, dass ich nicht voll viel Farbe drauf habe. Jetzt muss ich aber gerade aufstehen, das kann ich im Sitzen nicht machen. Upsi. So. Das Teil da hinten, das tue ich mir ja wirklich richtig ein, damit da ja nichts passiert. So. Dann probieren wir das. Und ich werde wieder die Richtung einhalten. Bin ich jetzt überhaupt im Bild? Ja. Ich werde wieder die Richtung einhalten und da einfach wirklich ganz sachte drüber gehen, also ohne Druck, dass das so ja, fleckig weiß wird. Zwischendrin immer wieder neue Gesso holen. Das da aus. Nein, ein bisschen weiß haben. Hallo, danke. Also das kannst wird lustig sein zu machen. Ups, das war zu viel. Wenn es zu viel ist, einfach mit dem Babytuch wieder ein bisschen wegnehmen. Und ganz am Ende gehe ich jetzt einfach mit dem Pinsel nochmal langsam in die Richtung drüber. Und das ist jetzt sehr dünn drauf, das Gesso. So, Retour auch nochmal. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das ist ein sehr harter Übergang bei dem. So. Also sechs Schuss, kennst da auch immer wieder ein bisschen ausbessern. Ich glaube, so werde ich es jetzt lassen. Lass es halt einfach drin. Ich werde es jetzt so lassen. Lass das nur mal ein bisschen trocknen und dann bin ich wieder da. Jetzt habe ich gerade ein bisschen geputzt. Da ist immer noch. Während das trocknet, nehmen wir meine Strohhalme. Also ich nehme zwei Stäbe, weil es sind weniger. Ja, ich bin jetzt auch voll besser, egal. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viel ich brauche, aber zu lang sind sie definitiv. Das heißt, ich werde mir die jetzt einfach abschneiden. Aber jetzt nicht alle genau in der Mitte, sondern verschieden. Also kreuzquer. Den schneide ich jetzt zum Beispiel da herum ab. Ich hoffe, das funktioniert. Ja.
Geht es eventuell mit dem Cuttermesser besser? Lasst mir das mal kurz probieren. Ob ich da schönere Kanten zusammenbringe. Dann kann ich eben. Ja, nehmt lieber Cuttermesser, da geht es besser. Und die werde ich jetzt eben alle irgendwie anschneiden, aber halt nicht, dass ich jetzt nur so fuzzikrane Stücke habe. Aber ja, es wisst, was ich meine. Es seht ihr, was ich tue. Die lege ich mir jetzt derweil einmal alle da her. Den schneiden wir da ab. Den schneiden wir wieder eher in der Mitte ab. So. Das mache ich jetzt, weil ich bin gleich wieder da. So, habe ich jetzt alles fertig geschnitten und ihr seht schon, also sie sind unterschiedlich lang. Das ist auch das, was ich wollte. Und was ich jetzt noch mache, eben da zum Beispiel, die zwei sind fast gleich. Das heißt, ich tue mir die jetzt noch ein bisschen um. Das nehmen wir einfach ein Lineal, dass ich die da schön herlege. Und dann schaue ich im Prinzip, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Da ist mir auch noch, das ist auch noch sehr ähnlich. Tun wir vielleicht da noch dazwischen ein. Ups. Das ist auch noch sehr ähnlich. So. Und das ist halt wirklich ja, auch ziemlich gleich. Das heißt, jetzt tue ich mir mal das da dazwischen ein. Zwischen die zwei ganz kurzen. Upsi. Und das da, wo tun wir die hin? Da einer. Ich glaube, so lasse ich es. Ich habe mir die jetzt auch, aber bis auf den da, ich habe mir die jetzt auch alles umgetrennt, dass die Schnittkante unten ist. Der auch nicht. Okay, waren doch ein paar dabei. Ich habe jetzt, glaube ich, 22 Strohhalme hergenommen. Also von dem her jetzt nicht so viele. Ich weiß gar nicht, was so ein Pack für Strohhalme kostet. 1 Euro beim Teddy. Na, ich wollte euch eigentlich gleich ein bisschen wegschieben da. Dann schiebe ich halt auch hin. Da hat es jetzt wieder irgendwas verwurstet, gell? Ich glaube, das war so. War das so? Nein, das war nicht so. Das hat vorher so gut ausgeschaut. Wo tun wir das jetzt, meine? Da. Gehst? Da will ich die drin haben. So. Und jetzt nehmen wir mal Brettel. Schaut, wo oben ist. Wenn es denn schon irgendwas mit einer Aufhängung habt. Und so seht ihr das jetzt trotzdem nicht. So. So. Aber jetzt. Weil die Strohhalme kleben wir jetzt da drauf. Und zwar mache ich das mit Heißkleber. Es könnt es vermutlich mit normalen Kleber auch machen. Ich nehme jetzt auch lieber einen Heißkleber her. Mal gerade kurz warten, bis es sich eingeschalten hat. Fertig? Fertig. Gut. Ich habe mir auch schon ein Ersatzding hergenommen. So, und ich wollte es jetzt ja eigentlich so. Ich meine, ich fange jetzt auf einer Seite an. Sollte jetzt nicht wirklich komplett in der Mitte sein, kann ich hinten ja einen weglassen oder einen dazu tun. Aber ich habe mir die jetzt da oben eigentlich schon so hingelegt, wie ich sie unten aufkleben möchte. Das heißt, ich fange jetzt da mit dem ersten an. Und für das
Jetzt weiß ich nicht, ob es gescheit ist. So. Probieren wir mal. Und schau, dass ich das jetzt einfach gerade aufklebe und dass es da unten an der Kante einfach aufliegt. Also mit abschließt. Nicht aufliegt, sondern abschließt. So. Gut. Nein. Heißklebepistole rinnt, warum auch immer. So, dann nehmen wir jetzt das nächste. Ich hebe mir das jetzt einfach da daneben her, damit ich weiß, wo. Weil ich tue das jetzt da direkt drauf, weil ich glaube, das ist einfacher als wir auf dem Strohhalm selber und dann tue ich ihn einfach da oben und lassen abfallen. Da habe ich jetzt ein bisschen Heißkleber. Gott sei Dank kriegt man das ja relativ gut weg. So. Und so nehmen wir jetzt einfach Strohhalm für Strohhalm. Tun wir das da hin, damit ich weiß, wo ich ansetzen oder wo ich aufhören muss mit dem Heißkleber. Und klebt man das da drauf. Und das mache ich jetzt mit allen Strohhalmen, bis ich fertig bin. So, kleben alle. Ich habe jetzt da einen noch dazu getan, dass es zumindest optisch in der Mitte ist. Und ich habe die Schnüre da auf der Seite vorher angeschnitten. Jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte die nur irgendwie da umwickeln, weil da möchte ich sie jetzt nicht mehr haben. Die sind aber zu kurz. Das heißt, ich habe mir jetzt. Upsi. Ich habe mir jetzt das da geholt. Das habe ich auch irgendwo nochmal dann Action gekauft. Und ich denke, das ist das andere Bandel. Ja, das ist sogar noch ein bisschen dicker, aber es passt auch gut dazu von dem her. So, das heißt, ich werde mir das da jetzt ein paar Mal umwickeln, denke ich. Und dann vorne verknoten. Ja. Mal schauen. Und das Coole ist ja, dass ich da jetzt eben auf der Seite sogar die Einkerbungen habe. Ich sehe es jetzt gar nichts, Entschuldigung, aber das geht jetzt sonst nicht anders. Ich habe auf der Seite auch die Einkerbungen, das heißt, ich kann mit dem Band ist so ein bisschen wild fahren. Ne? Schauen wir mal, wie das ausschaut. Schauen wir mal, wie das ausschaut. So. Ich glaube, das lässt sich so, aber schneiden wir das mal großzügig ab, wenn es mag. Aber ich glaube, ich werde es mir irgendwo da hinten einwursteln und dann da eine Masche machen. Probieren. Soll ich da überhaupt eine Masche machen? Ich glaube, das schaut nicht aus, wenn es einfach da oben hängt. Ich probiere jetzt ein bisschen dumm und dumm. Ich bin jetzt so nicht ganz zufrieden damit, aber da müsst ihr es mir jetzt nicht unbedingt zuschauen. Ja. Mir gefällt es da eigentlich recht gut, dass das da so schön unterteilt ist und da habe ich aber eben nur die 2-2. Ich muss da jetzt ein bisschen um und um probieren. So, ich habe es jetzt geschafft, dass ich es da auch ein bisschen in Kerben einbringe. Jetzt gefällt es mir besser. Und die Maschen habe ich weggelassen. Ich habe jetzt das stattdessen wirklich nur einen Knoten gemacht. Das gefällt mir auch besser. Was ich noch sagen wollte, wenn es mit der Malplatten oder es könnt ihr auch wirklich einen stabilen Karton, könnt ihr jetzt genauso hernehmen. Da könnt ihr natürlich im Hintergrund mit Servietten arbeiten, mit Farben arbeiten, es könnt stempeln, es könnt machen, was wollt. Strohhalme, klar, weil es können das auch bunte sein. Also
je nachdem, was der Beschenkte oder wenn es vielleicht selber das macht, was es halt dann auch gerne mit. Ne? Im Prinzip ist das Teil jetzt fertig. Jetzt haben wir dekoriert. Und zwar habe ich, hab ich da Trockenblumen. Das war mal ein Trockenblumenstrauß, den ich gekauft habe. Dann habe ich noch im Dachboden oben gehabt Schleierkraut. Das habe ich auch getrocknet. Also das ist von mir selber. Das ist jetzt in dem Fall jetzt nichts extra gekauft. Das sind getrocknete Blümchen aus meinem Garten und das ist so Grasbüschelzeug aus meinem Garten. Oder das ist eigentlich kein Gras, aber Essex, was es ist. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was ich da rein tue und wie ich es da rein tue, aber im Prinzip möchte ich das jetzt halt einfach mit den Trockenblümchen dekorieren, indem ich die jetzt einfach, geh schau mal da, indem ich die jetzt da einfach in die Strohhalme einstecke. Muss auch nicht in jedem was drinnen stecken, also da könnt ihr rein tun, so viel wie euch gefällt. Was ich mir nur gedacht habe, wenn man das mit so kleinen Reagenzgläserchen machen würde, dann könnte man sogar frische Blumen reintun. Aber ja, das jetzt nur mal so am Rande. Meine Trockenblumen, vor allem da die gekauften, die hängen ganz, ganz extrem zusammen. Das heißt, das wird jetzt eine Zeit dauern, bis ich das alles irgendwie da eingefriemelt habe. Deswegen würde ich sagen, ich schalte die Kamera dabei wieder ab und hole euch dann dazu, ja, wenn ich fertig bin, also wenn es soweit dekoriert ist, wie es mir gefällt. Ja. Also bis gleich. So, da. Für euch war es jetzt wieder, ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber im Prinzip, so gefällt es mir jetzt gut. Ja, ich werde es jetzt so lassen. Eventuell, dass ich da vielleicht nur mal eine rosa-rote einstecke. Muss ich jetzt noch schauen. Also, ich habe mich jetzt im Prinzip in die Naturform bewegt, sage ich jetzt einmal, mit dem rosa Klecks. Und wie gesagt, es kannst du es aber machen, wie es willst. Und vielleicht ist es eine Idee, vielleicht habt ihr auch irgendjemanden, der bald Geburtstag hat oder nächstes Jahr Muttertag, wie auch immer. Und vielleicht ist das eine Idee für euch. Es dauert ja im Prinzip nicht lang, vor allen Dingen, wenn man nicht so ein Teil hat, was man abschleifen muss und ja. Aber in Summe gefällt es mir jetzt total gut. Man kann auch da eventuell nur irgendwo einen Spruch aufbringen oder da irgendwas Kleines zuhängen, bellen oder wie auch immer. Also und da ist man ja komplett frei von dem her. Ganz ehrlich, mir gefällt das jetzt so gut, das darf ich mir am liebsten selber aufhängen. Aber ja, ich habe es ja für jemanden zum Geburtstag gemacht und ich habe nur so ein Brett da. Also ja, ich könnte mir selber auch noch mal eins machen von dem her. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist vielleicht teilweise ein bisschen chaotisch gewesen, aber ja, kennt der eine oder andere ja von mir. Ich wünsche euch nur einen schönen Tag, einen schönen Abend. Falls es noch macht, viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!